Man sollte einen Menschen niemals nach dem Äußeren beurteilen. Ein Satz, den sich Boris Iwanow besser hätte zu Herzen nehmen sollen. Er war der Geschäftsführer eines großen Autohauses für Luxuswagen mitten in Moskau. Täglich drängte er seine Mitarbeiter dazu, den Menschen die teuren Karossen für möglichst viel Geld zu verkaufen. Je mehr die Menschen zahlen, desto besser. Es ist mir egal, ob es eine Familie oder ein Single ist, der das Auto kauft. Hauptsache, er bezahlt dafür viel Geld, sagte Boris immer zu seinen Mitarbeitern. Menschen, die sich ein solches Auto nicht leisten können, wären für Boris Menschen zweiter Klasse. Ein Treffen mit dem 75-jährigen Großvater Dimitri sollte Boris' Ansichten aber verändern, für immer. Doch davon wusste er an diesem Mittwochvormittag noch nichts, als das Schicksal die beiden Männer zusammenführte. Dimitri spürte, wie ihn alle Blicke im Raum verfolgten. Langsam ging er weiter, Schritt für Schritt, vorbei an den schönen, auf Hochglanz polierten Autos. Als er vor ein paar Sekunden durch die große Glastür getreten war, herrschte im Autohaus noch eine laute Geräuschkulisse. In allen Ecken sprachen Autoverkäufer mit Menschen, die auf der Suche nach einem neuen Wagen waren, und Sekretärinnen wuselten schnell zwischen den Autos umher und brachten die Verträge vom Drucker an die Schreibtische ihrer Vorgesetzten. Jetzt, nachdem er ein paar Meter durch den Verkaufsraum gelaufen war, hatte sich der Lärm gelegt. Alle Menschen schienen ihn anzustarren. Manche Verkäufer rollten genervt mit den Augen, einige Frauen sahen angeekelt aus. Ein wichtig aussehender Mann mittleren Alters kam mit schnellem Schritt auf Dimitri zu. "Was haben Sie hier zu suchen?", sagte der Mann forsch. "Mein Name ist Boris Iwanow und ich bin hier der Geschäftsführer. Verschwinden Sie sofort, alter Mann." Dimitri sah ihn an und verstand nicht, was los war. Doch bevor er etwas sagen konnte, fuhr Boris in seinem rauen Ton weiter fort. "Wie sehen Sie überhaupt aus? Wann haben Sie sich das letzte Mal gewaschen?" Tatsächlich hatte Dimitri eine etwas schmutzige Hose, ein altes Hemd und alte, hässliche Schuhe an. "Ich möchte mich gern umsehen", sagte Dimitri ruhig. Boris machte eine wütende Geste mit der Hand und rollte dann genervt die Augen. Er wandte sich den anderen Menschen im Verkaufsraum zu und lachte laut und unecht auf. "Ach so ist das, Sie wollen sich gerne umsehen. Na, wenn das so ist." Boris' Stimme klang überheblich und respektlos. Dann fügte er übertrieben lachend hinzu. "Sie wollen doch sicherlich auch ein Auto kaufen. Oder vermutlich sogar zwei oder drei. Sie können sich das bestimmt leisten, nicht wahr?" Der ganze Verkaufsraum lachte. Manche lachten laut und gehässig, manchen schien die Situation unangenehm zu sein. Dennoch lachten sie gekünstelt kurz auf. "Nein, ich habe nicht vor, ein Auto zu kaufen", erklärte Dimitri. "Aber ich möchte mich gern umsehen." Der Geschäftsführer wurde nun wütend. "Sie können sich umsehen, auf der Müllhalde, da wo Sie herkommen", sagte er. Wie bei einem Tier, das man verscheuchen will, baut sich Boris vor Dimitri auf und machte ruckartige Bewegung mit der Hand. "Verschwinden Sie in die Gosse, aus der Sie gekommen sind, und zwar sofort", schrie Boris laut. Dimitri wich ein wenig zurück. Eine junge Frau, vielleicht Anfang 20, kam auf Dimitri zu. "Mein Herr, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen", sagte sie freundlich und legte ihre Hand auf Dimitris Schulter. "Was soll das, Nadja?", blaffte Boris die junge Frau an, die regelrecht zusammenzuckte. "Du bist hier lediglich eine dumme Sekretärin, also tu das, für was wir dich schlecht bezahlen, und koch Kaffee. Oder du kannst dich gleich mit verpissen." Boris war inzwischen wirklich ungehalten. "Nun reicht es mir aber wirklich. Sie vergrauen mir noch meine wichtigen Kunden", sagte Boris laut und fügte leise, so dass es nur Dimitri hören konnte, hinzu. "Verpiss dich, du Penner. Oder ich sorge dafür, dass dein erbärmliches Leben richtig zur Hölle wird." Dimitri sah Boris direkt in die Augen, dann nickte er. "Ja, ich werde gehen", sagte er immer noch im ruhigen Ton. Er drehte sich langsam um und ging Richtung Tür. Die junge Frau ging zur Tür und öffnete sie. "Es tut mir leid", flüsterte sie Dimitri noch zu. Dimitri sah in Nadjas Augen. Für einen kurzen Moment hielt er inne, ohne eine Regung im Gesicht zu zeigen. Dann wandte er sich ab und ging nach draußen.
Boris hatte gehört, was Nadja sagte und ging auf sie zu, nachdem er allen zugerufen hatte. Die kleine Show ist zu Ende, entschuldigen Sie vielmals die Unannehmlichkeiten. Genießen Sie die Zeit und sitzen Sie gern einmal Probe in unsere sensationellen Autos. Die machen das Leben besser, glauben Sie mir. Boris sah Nadja böse an. Was ist los mit dir, du dummes Mädchen? Fauchte er sie an. Wie kannst du es wagen, mir vor allen Kunden zu widersprechen, flüsterte er und fügte hinzu. Pass lieber auf, dass ich dich nicht genau dahin schicke, wo dieser Penner jetzt ist, auf die Straße. Also mach das, was du gut kannst und sieh hübsch aus. Überlass das Denken und Reden uns Männern. Nadja nahm allen Mut zusammen und sagte, es tut mir leid, ich dachte, der Herr hatte ein gutes Herz und wollte nichts Böses. Boris, der schon dabei war, schnellen Schrittes zu verschwinden, drehte sich um. Ein gutes Herz, fragte er, verkauft ein gutes Herz Autos? Bringt ein gutes Herz Geld? Bezahlt ein gutes Herz meine Rechnung? Nein, also sei still, du dummes Ding, sonst schmeiß ich dich wirklich raus. Boris blickte auf den Po des Mädchens, wobei das schade wäre, wenn mir dieser Anblick entgeht. Also mach deine Arbeit, aber schnell. Den Rest der Woche passierte im Autohaus nichts Spannendes. Boris lief umher und forderte seine Mitarbeiter auf, noch mehr Autos zu verkaufen. Er liebte es, der Chef zu sein. Niemand hatte ihm etwas zu sagen. Besitzer des Autohauses war Ivan Anatoli, doch der war alt und kam nur ein- oder zweimal im Jahr selbst vorbei. Gefühlt war Boris der Chef und niemand hatte ihm etwas zu sagen. Dieses Gefühl liebte er fast so sehr wie das Gefühl, Geld zu verdienen. Sein Handy klingelte und riss Boris aus den Gedanken. Wenn man vom Teufel spricht, dachte Boris und sah, dass Ivan Anatoli ihn anrief. Das folgende Gespräch lief überhaupt nicht so, wie Boris es sich gewünscht hatte. Frau Anatoli war am Apparat und sagte Boris, dass ihr geliebter Ivan leider verstorben sei. Es war nicht so, dass Boris darüber traurig wäre. Es war ihm einfach egal. Für einen kurzen Moment überlegte er, ob er das Geschäft nicht selbst übernehmen könne. Doch Ivans Ehefrau berichtete vom Testament ihres verstorbenen Mannes. Ivan hat das Autohaus seinem Bruder vermacht. Er wollte letzte Woche schon vorbeischauen, sagte sie. Das gefiel Boris überhaupt nicht. Ein Chef hier vor Ort, das konnte er überhaupt nicht gebrauchen. Also fragte er beiläufig. Es war niemand da, aber sag mal, wie alt ist Ivans Bruder denn? Will er hier aktiv mitarbeiten? Die Antwort beruhigte Dimitri. Nein, er ist schon 75 Jahre alt. Aber er will vorbeikommen und sich ein Bild vom Autohaus machen. Am nächsten Tag berichtete Nadja, die Sekretärin, dass der neue Besitzer, Herr Anatoli, heute Mittag vorbeikommen wolle. Boris hatte schon einen Plan. Er würde dem Bruder alles zeigen und ihm so zu verstehen geben, dass alles problemlos laufe und er hier nicht gebraucht würde. »Du da«, blaffte er Nadja an, »bring mir einen Kaffee, aber schnell.« Nadja ging zügig los und kam wenige Augenblicke später mit einer Kaffeetasse zurück. »Bitte schön«, sagte sie. Wortlos griff Boris nach der Tasse und nahm einen Schluck. Fast hätte er sich verschluckt, als sein Blick zur Tür wanderte. Wieder stand der alte Mann in der Tür. Das konnte Boris nun gar nicht gebrauchen. Wenn der neue Besitzer gleich vorbeikommen würde, solle er nicht denken, dass hier im Autohaus ein Aufenthaltsraum für Straßenpenner sei. Wütend ging er auf Dimitri zu. »Alter Mann, was willst du schon wieder hier? Ich habe dir doch gesagt, dass wir solches Gesindel hier nicht brauchen. Ich habe gleich einen wichtigen Termin, also verpiss dich.« Der ältere Mann Dimitri lächelte und blickte in die Runde. Als er Nadja sah, nickte er ihr kurz freundlich zu und sah dann direkt Boris an. Dimitri lächelte noch breiter und sagte wieder in ruhigem Ton, »Das ist ja ein Zufall, ich habe auch eine Verabredung.« Boris wurde wütend und lauthals fragte er, »Wer bist du überhaupt, alter Mann?« Dimitri sah Boris in die Augen. Sein freundliches Lächeln war verschwunden. »Mein Name ist Dimitri, Dimitri Anatoli. Ich bin der neue Besitzer dieses Autohauses.« Es herrschte Totenstille im Verkaufsraum. Alle waren geschockt. Vor Schreck ließ Boris seine Kaffeetasse fallen. Der ältere Mann fuhr ruhig fort. »Wer Sie sind, das brauchen Sie mir nicht zu sagen.« Sie sind Boris Ivanov, der ehemalige Geschäftsführer hier. Boris konnte nicht glauben, was er hörte. Nervös stammelte er, wieso ehemaliger? Doch Dimitri unterbrach ihn. Wir behandeln hier jeden Menschen gleich, ganz egal, wie groß sein Geldbeutel ist.
Mit einem Menschen wie ihn möchte ich nichts zu tun haben. Ach ja, und bevor Sie gehen, wischen Sie die Sauerei auf, die Sie gemacht haben. Dimitri zeigte auf die Kaffeetasse, die am Boden lag. Nadja machte er zur neuen Juniorverkäuferin. Und Dimitri stellte ihr in Aussicht, den Posten als Geschäftsführung zu bekommen. Im Leben kommt es nicht darauf an, wie viel Geld wir besitzen. Wichtig ist nur, ob man ein gutes Herz hat. Und Sie, Nadja, Sie haben ein gutes Herz. Wie hat dir diese Geschichte gefallen? Schreibe uns deine Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt.